Strahlender Sonnenschein an Ostern? Nee, da hat es doch geschneit, geweht und gehagelt. Schon, aber am Sonntag, dem Tag des Osterspaziergangs im Tierpark, hatte Petrus wohl ein Herz für Tiere. Und natürlich für die über 100 Teilnehmer des bereits zur Tradition gewordenen Events mit Musik, Lyrik und guter Laune. Also ich habe die ganze Zeit den Wetterbericht immer angeschaut und meinen Frosch befragt und alles, was eben ging. Und es stand 50-50, aber heute scheint die Sonne und ich glaube, die Sonne ist mit uns, sag ich mal, und freut sich genauso, dass die Menschen sich herausgeputzt haben, wie es im Osterspaziergang heißt und alles genießen können. Doch natürlich muss an einem solchen Tag nicht nur das Wetter stimmen. Ohne kreative musikalische Begleitung kein Osterspaziergang. Ich kann höher! Was war das? Der Fichtenkreuzschnabel! Und ganz im Sinne Goethes kam auch die Dichtkunst nicht zu kurz. Zieh hinaus bis an das Haus, wo die Veilchen sprießen. Wenn du eine Rose schaust, sag, ich lass sie grüßen. Ach, wir haben wieder das richtige Publikum heute hier dabei. Merke ich. Über 5 Stationen wanderten die Osterenthusiasten durch den Tierpark, ließen sich die Sonne aufs Haupt scheinen und genossen dabei Musikalisches von Jazz über Heine und Bach und Gedichte von Goethe, Ringelnatz und Kreisler. Mein Künstlerkollektiv, das ist ein musisches Quartett aus Dresden. Und das bringt auch entsprechend, sag ich mal, vom Elbflorenz noch den Humor mit und macht wunderbare Kleinkunst, macht wunderbare Zitate, bringt Musik ganz auf ganz tolle Art zwischen Jazz und Volksweisen. Wir singen ja auch mal zusammen, das gehört ja auch eigentlich dazu. Und dementsprechend schaffen die es einfach, die Herzen aufzureißen, sag ich mal. Kein Wunder also, dass alle sichtlich Spaß hatten und sich schon während des Spaziergangs wieder aufs nächste Jahr freuten. Die Gemeinschaft, das Singen, das Rezitieren, die Musiker und die Natur. Was alles eigentlich zu Ostern gehört. Sehr, sehr gut. Finde ich ganz toll. Nur, dass es ein bisschen kalt ist. Aber ansonsten finde ich es eine ganz schöne Idee, sowas zu veranstalten. Gerade an den Feiertagen, wo unheimlich viel auch festliche Runden überall sind, rauszukommen an so einem Sonntag und ein bisschen unterhalten zu werden, gefällt mir besser als jetzt nochmal so was Tragendes, Schweres. Was auch an Ostern im Tierpark nie fehlen darf? Natürlich, die Tiere. Und da gibt es gerade ein besonderes Highlight in Friedrichsfelde zu bewundern. Oder eigentlich gleich zwei. Srikandi und Ayuna. Die zwei kürzlich im Tierpark geborenen Java-Leoparden sind eine echte Rarität und der ganze Stolz ihrer Pflegerin. Na wunderbar und super. Also die sind jetzt ein Vierteljahr alt und sind echt super in ihrer Entwicklung. Man sieht, er möchte nicht mehr auf dem Arm bleiben, er möchte die Welt erkunden. Möchtest du auf die Waage? Möchtest du nochmal gucken? Und nach dem ganzen Stress ging es für die beiden kleinen Stars erstmal wieder zurück zu Mama. Und auch die Osterspaziergänger konnten nach beendeter Runde noch einen ausgiebigen Blick auf die Tierwelt werfen. Schließlich ist der Osterspaziergang zwar ein besonderes Event, extra dafür bezahlen muss aber keiner, eine normale Eintrittskarte und man kann sich dem singenden, dichtenden Trupp anschließen. Und geht hierher und trifft sich mit uns und marschiert los. Na, immer der Musik nach.